Es ist mal wieder PC-Zeit bei Aldi. Seit dem 26.03. gibt's wieder einen neuen Aldi-PC von Medion. Beziehungsweise sollte es eigentlich. Zumindest auf der Seite von Aldi Nord steht, dass der PC wegen Lieferschwierigkeiten noch nicht in den Filialen erhältlich ist. Irgendwie ist ja eh die Frage, ob man zurzeit in den Aldi rennen sollte, um sich mit anderen um einen PC zu prügeln. Vielleicht bleibt man ja auch lieber zu Hause und bastelt sich seinen Rechner mal selber zusammen. Aber wie auch immer, wir sagen euch auf jeden Fall jetzt, ob der Aldi-PC was taugt. Los geht's! Der Medion Akoya E62009 kommt im mittlerweile typischen Aldi-PC-Gehäuse mit vertikalem DVD-Brenner, SD-Kartenslot und Hotswap-Festplattenschacht. Die Hardware listet Aldi wie folgt auf. Intel Core i5 mit 2,9 GHz Standard und 4,1 GHz Boost-Takt. 6 Kerne, 6 Threads, also kein Hyper-Threading. Eine extra Grafikkarte ist nicht verbaut. 512 GB SSD, 16 GB DDR4 RAM, WLAN und Bluetooth 5.0. Übrigens, wenn euch PC-Themen interessieren, dann abonniert doch mal fix den Kanal hier und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Kosten soll der PC 499 Euro. Was ist von dem Rechner also zu halten? Naja, das ist nicht ganz so einfach, denn prinzipiell ist der Preis für die Hardware eigentlich ein gutes Angebot. Vergleichbar ausgestattete PCs kosten meist mehr. Wir haben mal versucht, die Einzelteile so gut es geht im Preisvergleich zusammenzurechnen. Das ist relativ schwierig, weil viele Komponenten OEM-Teile sind, die man so nicht auf dem freien Markt kaufen kann. Trotzdem sind wir mit dieser Config hier ziemlich nahe dran und die liegt bei über 500 Euro. Ohne Zusammenbau und ohne Garantie. Also eigentlich ein Top-Angebot, oder? Und jetzt kommen wir zum Problem. Die Zusammenstellung des Aldi-PCs ist nämlich mal wieder alles andere als sinnvoll. An wen soll sich dieser PC richten? An Gamer sicherlich schon mal nicht. Die lachen sich angesichts der fehlenden Grafikkarte tot. Leider gibt's nirgends Informationen über das Netzteil, sodass wir davon ausgehen müssen, dass es nicht stark genug ist, um eine Grafikkarte nachzurüsten. Andererseits ist das Ding für Office-Arbeiten und Filmstreaming schon fast wieder überdimensioniert. Dafür braucht man keine 16 GB RAM und eine kleinere SSD oder eine SSD-HDD-Kombi hätte es da auch getan. Das heißt, das Angebot ist zwar nicht schlecht, wenn man als Multimedia-Nutzer ein Rundum-Sorglos-Paket will, aber mit anderen Konfigurationen fahren die allermeisten Nutzer besser bzw. günstiger. Mein Kollege Basti hat hier mal eine Alternativkonfiguration für unter 500 Euro vorgeschlagen. Und zwar mit dem Ryzen 5 1600, 16 GB RAM und einer RX 570. Ist natürlich jetzt kein Multimedia-PC mehr, sondern ein Einsteiger-Gaming-PC. Wer ein PC nur für Office und Multimedia braucht, kommt noch günstiger weg. Außerdem fehlen bei unserer Konfiguration Betriebssystem, WLAN-Modul, DVD-Laufwerk, Kartenleser und die Maustastatur-Kombi. Da muss dann natürlich jeder selber wissen, ob er diese Komponenten wirklich braucht. Jetzt verratet mir noch, was ihr von dem Aldi-PC haltet. Würdet ihr einen PC beim Discounter kaufen? Schreibt's mir in die Kommentare und bis zum nächsten Video.